Jo, und da bin ich wieder, statt mit drin, wenn man so möchte. Ja, ist wieder mal Traummap. Ich gehe schon mal rein, damit man hier auch mal Wegbilder sieht, außer mich. Komm rein und hier eine kleine Schadensmeldung. Okay. Ja, wir hatten ja immer noch das Thema von letztes Mal mit dem schönen Kupfer hier. Da bin ich hoffentlich jetzt auch dran, dass das nach und nach sich behebt. Ja, das wird natürlich da direkt mal nicht gehen. So. Das Ganze will ich dadurch noch ein bisschen erweitern, dass ich hoffe, dass das hier immer schneller damit läuft. Hier sind aber die Greifarme, die fehlen. Ich habe selber ein paar Greifarme im Inventar. Die werde ich dafür nutzen. Und mal sehen, ob Anton hier mit dazu kommt, dann noch. So, zack. Dann habe ich die im Inventar, ja. So. Gut. Okay. Das läuft alles soweit. Wir müssen hier nur schnell genug das Zeug produzieren. Das ist schon voll ausgereizt hier das Feld. Deswegen werden wir jetzt nach oben laufen zu dem anderen Feld. Obwohl, ne, die kommen hier mit der Produktion nicht hinterher. Ach, dass das Kupfer so Mangelware ist, ey. Obwohl hier, wir gehen hoch. 5, 6, 5, 9, 6, 8. Wir kratzen an der 7. Aber es ist halt immer noch deutlich zu wenig. Deswegen basteln wir hier einfach das Ganze nochmal hin. Blöd, wie es jetzt klingt. Sag mal, du Banane, warst du nicht erst dabei, deine Ölproduktion zu bauen? Ja, das ist richtig. Die habe ich ja hier angefangen. Bloß wie du siehst, hier fehlt halt für die Effektverteiler erstmal der Anton. Hi. Die Kupfersachen, um das alles aufzubauen. Deswegen baue ich hier sozusagen nochmal eine kleine Notkupferschmelze auf, damit hier genug Kupfer im System ist, weil das Ganze liegt hier an den roten Schaltkreisen. Bei denen liegt es einfach daran, dass die hier nicht genug grüne Schaltkreise bekommen. Und die grünen Schaltkreise, die sind hier. Die lagen hier zum Teil daran, dass die zu wenig Kupfer kriegen. Im Moment pegelt sich hier langsam ein durch meine Notkupferschmelze quasi. Hier oben sieht man das zum Beispiel hier bei den Kupferdrähten, da fehlt halt das Kupfer, die Kupferplatten. Deswegen will ich erstmal sozusagen diesen begrenzenden Faktor des Kupfers jetzt ein bisschen beheben, bis ich sozusagen bis hier oben die Kupferschmelze mal mit diesen ganzen Speed-Modulen drin ist, dann funktioniert die nämlich auch einwandfrei. Bloß mir. Oh, hier ist Schaden, okay. Da unten, okay, das spielt keine Rolle. Weil ich brauche noch 819 Speed-Module 3, 102, na, sagen wir mal 140 Effektverteiler. Also da kommt was zusammen. Und da ich jetzt in der Stunde, jetzt muss ich gucken, wo kommen die Speedmodule 3? Hier, 74 Speedmodule produziere ich pro Stunde. Das heißt, selbst wenn ich es jetzt auf 100 hochrunde, bräuchte ich 8 Spielstunden, um diese ganzen Speedmodule zu vergeben. Und da ist das Problem. Verstehst du? Was bringt es mir jetzt, meine Ölfabrik aufzubauen, die für mich jetzt momentan noch gar keinen Nutzen hat,
solange hier die Speed-Module nicht laufen, beziehungsweise das, was jetzt im Bau ist, erstmal gebaut werden muss. Weil was bringt es mir, hier eine Ölproduktion aufzubauen, wenn ich denen nicht mal schnell genug das Kupfer hinliefern kann? Weil die Ölindustrie braucht ja auch an einer Stelle nicht das Kupfer, ne, die Eisenplatten, aber irgendwo war doch was mit Kupfer. Bei diesen komischen hier Schwefeldings da Gasgedöns. Da war doch was mit Kupfer. Oder? Irgendwo war doch was mit Kupfer. Bei den Batterien. Genau, bei den Batterien war es. Genau. Die brauchen ja noch Kupfer. Und hier sieht man, wenn man sieht, hier schon bei den Motoren, das geht alles lahm, sehe ich gerade, weil. Ja, war ja, warum eigentlich? Weil Hier. da noch Maschinen 2 dort sind und nicht 3. Genau, die update ich gerade. Die auch. Es braucht bloß eben alles Kupfer, das ist es halt. Und dann lass mal erstmal die Module da drin noch weg. Ja, ne, Weil dann brauchst das. du ja noch länger. Richtig, das ist es ja. Ich will aber die ganze Produktion durch diese Kupferschmelzen hier hochrattern, dass ich vielleicht 150, 200 Module die Stunde produziere. Dann würde das ja schon mal ein bisschen schneller vonstatten gehen. Kann es gar nicht mal so richtig kopieren. Schmelzencluster. Ich habe mir das nur blaupausenmäßig genommen. Da muss ich jetzt hier ganz fein ziehen. So. Okay. Ach Mann, ich muss mir echt hier noch ein bisschen System einfallen lassen, wie ich das mache. So, denn hier muss ich den rauslöschen. Also speichern und dann müsste das eigentlich genau da reinpassen. Nochmal hier. Deswegen habe ich ja auch diese Folge Kupfernotstand, Kupferplattennotstand oder so genannt, die ganze Session. Weil es hat ja auch solche Auswirkungen, dass ich jetzt die Kupferplatten benötige ich auch für die Knickarme. Ja, für die Knickis hier. Hier unten die habe ich aus meinem Inventar quasi gesetzt, weil gar nicht so schnell welche produziert wurden. Also dieses Kupfer, das fehlt gerade an jeglicher Ecke. Deswegen hoffe ich ja, dass mit dieser ja, Abnutzung dieses Felds hier 3 Millionen, beziehungsweise hier oben habe ich noch eins mit 1,8 Millionen, dass es damit dann zügiger geht, weil jedes Speed-Modul, was hier produziert wird, erhöht einfach die Produktivität. Weil wenn hier oben ein Speed-Modul reinkommt, zum Beispiel sogar doppelt, wenn man hier sozusagen sieht, in diesem mittleren Effektverteiler, wenn da ein Speed-Modul reinkommt, wirkt das ja für zwei Schmelzen. Also so oder so, es geht dann immer schneller. Also das sieht man auch, wenn ich hier auf eine Stunde gehe mit den Eisenplatten, Kupferplatten. 5,6 K die Minute, dann 5,9, 6,8 und jetzt sind wir hier schon bei 7,3. Also ich steigere mich sukzessive. Und ja, das. Jo, und so ein ansonsten Baustopp, so dass sich das hier mal zu Ende baut, weil hier auch bei diesen AKWs, es fehlen die Speed-Module. Und hier hat es eben die Auswirkungen, wenn die Speed-Module fehlen, das ist halt so austariert, wenn hier die Speed-Module fehlen, da läuft doch das AKW nicht wirklich auf Volldampf im Zweifel. Deswegen muss ich da auch gucken, dass dort die Speed-Module drin sind, weil hier unten hat man es, glaube ich, genau da. Da ist kaum Dampf in der Leitung, weil die hier nicht schnell genug das Wasser reinpumpen. Das ist das ganze Problem. Deswegen habe ich auch so einen knappen Stromverbrauch, wo mein Notstrom-AKW hier fast komplett läuft. Und das ist halt so ein bisschen blöde, ne?
sage ich jetzt mal, so wie es ist. Und hier kriege ich auch immer mehr Logistiker rein, weil, wo schwören die hier dämlich rum? Ja, durch die Kupferschmelze jetzt. Genau das habe ich nämlich auch ein bisschen befürchtet, dass ich hier noch mehr Ladepunkte bauen muss. Ja, mehr Ladebildung bedeutet mehr Kupfer. Richtig. Muss damit für die Dinger nicht auch Kupfer zur Verfügung stellen. Sag mal, wie sieht denn das bei deinem Kupferbahnhof hier aus, bei der Entlade? Da entlädt momentan gerade nichts, weil der, warte mal, ich mache hier mal die Drohne wieder aus, so, weil der gerade hier oben bei der Beladung ist. Und die Kupferschmelze ist halt momentan noch nicht schnell genug, um den Zug sofort wieder vollständig gefüllt zu haben, wenn der ankommt. Das ist halt das Problem. Deswegen gibt es mit dem immer so eine Zeitunterbrechung, weil hier das Kupfer halt ankommt. Die Belts gehen hier hoch und teilen sich hier auf in zwei Vierer. Das obere Viererband, das geht praktisch für die Wissenschaft drauf, die momentan eh aus ist, deswegen stagniert das hier und macht in dem Sinne einen Rückstau im Zweifel bis hierhin, bis auf so ein paar Dinger, die hier verbraucht werden. Und die anderen vier Bänder, die habe ich so als Bypass gesetzt, der dann sozusagen die blauen und die gelben Wissenschaftspakete hier versorgt. Beziehungsweise hier hinten per Kiste, wo es dann ausgeladen wird, auch die ganzen Betriebe hier für die grünen Schaltkreise und sowas. Bloß die ganzen grünen Schaltkreise, die saugen halt das, was hier kommt, so schnell weg, dass ja, der Zug nur lange nicht da ist. Und deswegen habe ich mir diese Überbrückung mit diesem Kupferschmelzenfeld hier drüben ausgedacht. Das ist halt so der ganze Punkt an der Sache. Und deswegen überlege ich jetzt hier gerade, wie ich das hier mache. Ich muss hier auf jeden Fall mehr Ladepunkte hin. Das ist Fakt. So, deswegen mache ich hier nach und nach mal so ein paar Ladepunkte hin, weil hier bei dem EZL-Erweiterung, da waren ja die Roboter-Hangars doch die am schnellsten da standen. Die sind jetzt hier bei den Lagerkisten. Da sind sie gerade dabei, die zu bauen. Aber wenn ich hier sehe, das geht so schnell voll hier, das Ding. Meine Fresse. Putzen wir hier Die mal eisig. Lagerkisten sind normale Stahlkisten, ne? Ja, Stahlkisten, da ist kaum was mit Kupfer. Das ist ja hier. Da. Ja, gut, ein roter Schaltkreis, drei grüne. Ja, okay. 9,5 Kupfer. Aber wenn du da das Eisen siehst, 8 Stahlträger und 5 Eisenplatten. Das ist der Hauptteil eigentlich, der da drauf geht. Und wie gesagt, das ist ja hier auch klein, eine Masse, die ich zwar erstmal hinbaue, aber du siehst, das Lager ist schon wieder fast voll. Ich könnte hier schon die nächste Erweiterung wieder dran bauen. Nee, das liegt, dass noch nicht alle Kisten gesetzt sind. Was? Wie, wenn alle Kisten Aber sind? du machst noch Kisten. Ja, ich weiß. Aber das wird nach und nach gebaut, darum kümmere ich mich nicht. Weil hier in mein Supportbahnhof wird eben angezeigt, hier gelbe Kisten und Logistikroboter werden gebraucht und ab und zu kommt der Supportzug an und schmeißt hier halt die Kisten, die er hat, rein. Also das geht automatisch, darum kümmere ich mich nicht. Das macht er hier vollständig automatisch. Irgendwann ist das Blinken weg und dann ist er fertig. Da kümmere ich mich nicht drum. Ich kümmere mich drum, dass genug Kupferplatten da sind, damit er das schnell genug machen kann. Quasi. Und hier hat er ja die Eisenfelder, die ich angegeben hatte, oder hier dieses Kupferfeld, das hat er ja schon fast komplett abgearbeitet hier. Und hier sind gar keine Speedmodule drin. Also Wie da wird sieht denn das das ja schon eigentlich mit lassen. deinem Kupferfeld bei der Bahnschiene aus? Ist das mittlerweile weg? Bahnschiene, Kupferfeld an der Bahnschiene. Ganz unten. Ach Nee, so. nach unten. Nee. Aber hier kann ich zumindest einen Teil wieder wegreißen. So. Hier sind noch 4600 drin. Also gemach, gemach. Viel ist nicht mehr. Aber er macht halt noch. Was soll man machen?
Aber ansonsten ist hier bis aufs Uran alles im grünen Bereich. Also mein Puffer hier vom EZL, der ist auch komplett gefüllt. Und Uran, na meine Güte. Aber der Uranzug, der bringt ja hier auch immer eine Tonne hoch. Die wissen ja gar nicht, wie sie es verballern sollen hier. Oder? Die machen auf jeden Fall hier. Die aber gerade nicht. Also warten die wirklich auf den Zug? Wie viel habe ich denn im Lager noch drin? 35k von dem Guten. Okay, dann ist alles gut. Ich muss sagen, deine Coverex-Aufbereitung ist scheiße. Coverex-Anreicherung, scheiße. Die hier meinst du jetzt? Wieso ist die scheiße? Weil die ineffektiv ist. Wieso ist die ineffektiv? Weißt du, mehr von dem schlechten Uran da hast als von dem guten? Ja, weil bei dieser Anreicherung ja bloß ein schlechtes weggeht. Ne? Da Ja, geht. schon klar. Ja, Du aber. musst bedenken, meine Coverex-Anreicherung, die was ich aufgebaut ha hatte bei meiner Map, die hat mir, ja, obwohl ich müsste eigentlich in das Spiel, nein, dann könnte ich es dir genau sagen. Aber ich habe an die, ich habe ein groß, also ich habe so ein Lager auf vier Bänder gesetzt gehabt. Das ist komplett voll. Nur mit guten. Und ich habe von den schlechten so gut wie gar nichts mehr. Ja, das mag aber auch sein, weil ich das Rohuran hier im Moment schneller verarbeite, als ich sozusagen, guck mal, ich habe hier 3, 4, 8, 16 ja, Zentrifugen, die sozusagen das Rohuran aufbrechen und ich habe aber nur 8, die es verbessern. Ich müsste sozusagen auch die Anreicherung noch einmal kopieren, um das gerade so die Waage zu halten. Von daher gesehen. Oh Gott, ich höre eine Sirene. Scheiße, Notstrom ist wieder an. Es hat es komplett leer gesaugt. Das ist genau das, wo ich eben die größte Befürchtung gerade habe. Dass der hier mir komplett das leer saugt. Die Frage ist bloß, fange ich hier echt an, noch irgendwo großflächig ein Solarpanel-Gedöns hinzubauen? Und einen Akkupark. Das ist es halt. Theoretisch müsste ich es eigentlich. Das ist halt das Ding dabei. Geh mal hier zurück. Weil dann will. Ja, der wird wieder hier nicht drüber kommen. Ah, verdammt. Oder? Doch. Hey! Der war klein genug hier oder was? Zeig nochmal, wie du hier drüber läufst. Ah, guck an. Okay. So, komm zurück hier. Das ist scheiße. Jeden Fall bräuchte ich da mehr Solar erstmal. Naja, ich denke mal, meinen Akkupark wirst du wahrscheinlich nicht bauen. 400 sind da drin, okay. Zack, das erstmal wieder so. So, jetzt steige ich einmal um. Zack. So. Sag mal, wie groß ist denn bei dir eigentlich im Moment die Akku-Speicher? Wie kannst du speichern in den Akkus? 44,3 Gigajoule.